Und das ist im Boot halt so schön zu erleben, dass dieses gemeinsam tun und dieses gemeinsamen Rhythmus zu finden, sehr, sehr viel wettmachen kann, was ich individuell vielleicht nicht an Kraft reinstecke. Herzlich willkommen bei den Base Talks. Ich bin Gerhard Moser und wenn dich die Themen Resilienz, Stressmanagement und Leistungssteigerung interessieren, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen bei den Base Talks. Ich bin Gerhard Moser und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich sitze heute in einem ganz speziellen Wohnzimmer hier in Wien an der Alten Donau, mitten zwischen einer richtigen großen Menge an Ruderbooten. Und mein heutiger Gast ist einer der besten Ruderer Österreichs der letzten 20 Jahre, Weltmeister, Olympia etc. und ein ganz besonderer Herzensmensch. Lieber Bernie, lieber Bernhard Sieber, ich freue mich richtig, dass ich heute mit dir in deinem Wohnzimmer sitzen darf. Ja, danke, dass du gekommen bist und wir von hier aus senden. Ja, du, es ist Wahnsinn, ich meine, Rudern, es gibt so viele Parallelen und ich freue mich auf einen richtig spannenden Talk mit dir. Auch mit dem, was du jetzt beruflich machst, weil dieser Sport-Business-Transfer, den finde ich ja genial. Dann nimm mich mal zuerst mit in die Reise für die, die dich nicht kennen. Wo ist so dieser Funke an, ich möchte Profisportler werden, im Speziellen im Rudern bei dir gesetzt worden? Ich glaube, es war relativ früh, ja, hinter den Bootshallen da draußen ist die Alte Donau, wo wir trainiert haben, als Jugendliche insbesondere. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war so ein Gänsehäufel, spitz, da so ein Kilometer runter, im Einer unterwegs mit einem Trainer im Sommer. Und wir rudern und irgendwie ist dann, kann ich mich erinnern, war dort zum ersten Mal so dieses Gefühl da, wenn man, wir sagen, in die Auslage geht, das ist so die Startposition im Rudern, also man öffnet die Arme, fährt die Ruder aus, dreht die Blätter auf und setzt ins Wasser. Und genau dieser Moment, wo man die Blätter ins Wasser setzt und dann durchzieht, also das Boot vorwärts treibt, das ist so ein ganz besonderes Gefühl, genau dieser Moment, wo man sich verbindet mit dem Wasser, mit dem Boot, mit dem Material. Und dieses Gefühl, das war irgendwie so der Funke, wo ich mir dachte, so, ach, das ist es. Und da habe ich zum ersten Mal bewusst zumindest so gespielt, das rennt. Und das ist, wenn man sagt, das, der Flow-Moment, dann war es genau der. Und ich glaube, das hat mich damals so ein bisschen anzünden und wie alt warst du da? 14, 15. Aber so. Kein Fußball, kein Tennis, kein Skifahren, kein... Also im Fußball war definitiv nie ein Flow-Moment da. Das war haben wir gemeinsam. Im Skifahren möglicherweise, ja. Und ich glaube tatsächlich sogar dieser Moment des Setzens, das ist was aus irgendeinem Grund irgendwie was zu tun hat mit diesem Schwung beim Skifahren, wenn man den richtig erwischt, dann ist da einfach das Druckverhältnis richtig, dann ist der Einsatz und der Output, den man kriegt, einfach irgendwo in der Balance und das hat mich einfach wirklich fasziniert, dieser Moment beim Setzen vom Blatt. Wow. Ja, total spannend, dass eigentlich das ausmacht, wo man sagt, so, wow, jetzt kickt es mich. Mhm. Und dann hast du beschlossen, okay, ich werde jetzt Weltmeister. Ja, also da waren schon ein paar Schritte dazwischen hin und sagen wir, neben diesem Flow-Moment war natürlich dann auch sehr bald in der Jugend irgendwie dieses Gefühl, gemeinsam in der Mannschaft was zu erreichen. Also ich glaube, das ist die zweite große Komponente, mhm, neben dieser Begeisterung oder dieser Leidenschaft dann an der Bewegung, an diesem Gefühl, das man im Boot kriegt. Und das potenziert sich dann eigentlich noch einmal, wenn man das gemeinsam mit mehreren macht. Also im Einer ist es das eine, aber wenn das dann gelingt, diesen Sweet Spot, diesen Antrieb, diese Connection im Boot zu erwischen in der Mannschaft und das dann eigentlich sich anfühlt, wie wenn man allein rudert, wie man mit einer rudert, aber plötzlich viel schneller, viel kraftvoller wird, weil das vier oder acht Leute sogar simultan im selben Moment machen. Mhm. Das ist schon noch einmal was und das hat dann einfach mitgenommen und hat dann über ja, verschiedene kleinere Erfolge zu Beginn, also erste Nachwuchserfolge, Teilnahme an Weltmeisterschaften, Juniorenweltmeisterschaften, dann irgendwie so sich aufgebaut, bis halt irgendwann der Moment da war, wo ich mit meinem Bruder beschlossen habe, wir versuchen das auch miteinander im Boot. Er hat auch schon gerudert ein paar Jahre, wir haben nie miteinander aber bis dorthin gerudert und dann haben wir gesagt, lass uns das doch ausprobieren. Probieren wir es doch einmal zu zweit. Ja, und das Ausprobieren ist dann ein paar Monate später, 8 Monate, 9 Monate später halt so geendet, dass wir die Goldmedaille um den Hals hatten. Jetzt klingt das alles so wie ein Schweinsgalopp, fast durch das Ganze. Was mich im ersten Schritt mal interessieren wird, hast du zu dem Zeitpunkt irgendwo noch gehabt, Sportkarriere und einen klassischen
eine klassische Karriere irgendwo am Fokus oder gleich auf Spitzensport? Oder wie war das für dich? Warst du da irgendwo eine Zeit lang so am Grübeln oder war das dann relativ klar, okay, das wird jetzt einmal ein Weg im Spitzensport als erstes? Also der Weg im Spitzensport, ich glaube, der war nie wirklich bewusst da. Ich habe mit 13, 14 Jahren gehört, mit dem Rudern wirst du nie einen Cent Geld verdienen. Das haben wir dann doch bewiesen, dass es anders auch geht. Aber ich glaube, was dahinter gelegen hat, war schon eine gewisse Voraussicht, dass in so einer Randsportart wie Rudern recht schwierig ist, Geld zu verdienen. Von den Trainern, von Familie auch. Und ich habe immer gehört, wenn es in der Schule passt, kannst du machen, was du willst. Ich habe mir recht leicht dann mit dem Lernen, Gott sei Dank, damit habe ich mehr rudern können. War in einer ganz normalen Schule, habe das dann neben der Matura halt gemacht. Und dann irgendwann kam die Möglichkeit, Bundesheer beim Heeressport zu machen, ja. Und nicht normal. Und das war dann relativ schnell klar, das möchte ich. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass das dann in Richtung Spitzensport gegangen ist. Habe aber immer nebenbei studiert auch. Und das war ganz gut, diese Balance auch zu haben. Also sowohl das Studieren, als auch den Sport, wie ich das damals geschafft habe, neben 30 Trainingsstunden. Wie ist das möglich? Weil oft ist das eben ja nicht möglich. Ne? Ja, irgendwie neben 30 Trainingsstunden auch noch Vollzeit zu studieren und in Mindestzeit dann zu studieren, weiß ich jetzt nicht, wie ich es gemacht habe. Also ich arbeite gern, ich arbeite auch gern viel, weil es einfach Spaß macht, was ich tue. Ich glaube, das war auch damals der Fall, dass ich wirklich einen Sinn auch drin erkannt habe in dem Studium und im Sport. Und das hat sich dann ganz gut gegenseitig unterstützt. Und ich habe dann lange Zeit den Sport eigentlich gesehen als eine Möglichkeit, mit dem Erfolg auch eine Möglichkeit zu haben, auch was zu transportieren nach draußen auch. Und ich habe Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert und es hat mich irgendwie, ich habe nie genau gewusst, warum ich es mache, aber immer irgendwie so das Gespür gehabt oder irgendwie so diese Idee gehabt. Ich glaube, dass sich da in unserer Welt, auch in unseren Systemen was verändern sollte. Und ja, das war so ein Antrieb und ich glaube, dass sich das ganz gut gegenseitig dann unterstützt hat. Ja, total cool und vor allem gerade mit dem Element Wasser. Du bist ja da dann perfekt irgendwie schon. War eine gute Synergie. Ja. Du hast das zuerst dann noch nebenbei gesagt, irgendwann kam dann zuerst einer. War es für dich klar, dass du einer, zwei, vier, wenn ich einen Blödsinn sage, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, etc. Wie entscheidet sie das oder wie findet man, welcher Bootstyp zu mir passt, sage ich jetzt dann einmal. War das relativ für dich relativ schnell klar, ich sitze jetzt einmal alleine drin und gebe einmal alles? Oder? Ja, also eigentlich hat sich das meiste hat sich ergeben. Ich bin im Einer losgestartet, bei uns in der Trainingsgruppe auch der dann irgendwann gesagt hat, okay, ich trainiere halt den Sommer über jeden Tag im Einer mit einem Trainer, der mich gefragt hat, ob ich das machen möchte. Dann bin ich das erste Jahr, also auch den ersten großen internationalen Erfolg im Nachwuchsbereich im Einer gerudert. Dann war plötzlich die Nachfrage da auch vom Nationalteam her, möchtest nicht Ersatzmann, also als Ersatzmann eigentlich, weil einer ausgefallen ist, in einen Vierer rein, in ein größeres Boot. Da waren wir noch zögerlich, der Trainer und ich. Und im nächsten Jahr war es dann eigentlich eine Vierer-Mannschaft, in der ich gerudert bin. Also schon in der Jugend vom Einer in den Vierer, dann wieder zurück in den Einer. Und dann in die größte Bootsklasse, in den Achter, weil das damals ein Projekt war, ein Verbandsprojekt war. Und es war das eigentlich ein ziemlicher Switch, einer Vierer, einer Achter. Und dann hat sich eigentlich herauskristallisiert über die nächsten Jahre, dass der Zweier was war, was mich immer begeistert hat. Und der Zweier ist eine ganz besondere Bootsklasse, wie ich finde. Okay. Weil ich ganz gerne sage, im Einer kannst du machen, was du willst. Im Achter musst du machen, was die Mannschaft macht, weil da kannst du nicht dagegen. Im Zweier kannst du sehr viel steuern und da können, wenn zwei Sturköpfe drinnen sitzen, sich die gegenseitig fast aushebeln. Also wenn man sich das so vorstellt, wie so ein Pendel, der gleich schwingt, das wäre ein Boot des Optimalzustand. Und wenn das gegengleich schwingt, dann ist das im schlimmsten Fall Stillstand. Genau, dann gleicht sich das gegenseitig aus und ist Stillstand, das ist für jeden noch anstrengend. Das heißt, der Zweier ist eigentlich die sensibelste Bootsklasse, was gemeinsamen Rhythmus angeht. Okay. Wenn der Einer auch nur ein Hundertstel aus dem Takt ist, dann ist das ganze Boot aus dem Takt. Im Vierer, wenn einer ein Hundertstel aus dem Takt ist, dann sind immer noch drei im Takt. Also das ist so, und deswegen ist die Zweier sehr sensible Klasse, wo du sehr, das kann sehr mühsam sein und das kann aber auch sehr, sehr schön sein, wenn das dann gelingt. Und der Grenz. Der Grad ist wahrscheinlich verdammt schmal, ja, oder? Der ist sehr schmal. Also wenn wir so Messeinrichtungen am Boot dann haben, also mit Geschwindigkeitssensoren, Beschleunigungssensoren, Winkelmesser und so weiter, da kann man dann wirklich auf drei Stellen hinterm Komma beim Winkel runtermessen oder auch beim Timing. Und da sind wir dann schon sehr genau und es ist sehr immer wieder spannend auch bei den Messen, wie man dann ein Gefühl, wo man sagt, heute hat es nicht so passt oder jetzt hat es genau passt, dann wirklich in ganz, ganz geringen Unterschieden eigentlich dann erkennen kann. Echt total krass und ich glaube, ich meine, das sind jetzt diese Synergien und auf die freue mit dir zu plaudern, so wie man das nämlich transferieren kann, weil das finde ich immer total spannend, die uns da zuhören und zuschauen, was kann man aus dem, was du gemacht hast, vielleicht auch mitnehmen. Und jetzt komme ich
unter anderem ja für aus dem Wildwasser-Kajak gefahren und da bist du halt dein eigener Chef im Boot. Und wenn du einen Scheiß baust, dann bist du halt selber verantwortlich für den Scheiß, den du gebaut hast. Ja. Und hast hoffentlich, wenn schwere Dinge sind, ein Rettungsteam, mhm. auf was du dich blind verlässt. Das sind andere Setups beim schweren Bootfahren. Aber bei euch finde ich es und bei dir finde ich es eben so spannend, eben dieses Setup, eben so wie du es gesagt hast, Flow-Zustand, Team miteinander in Sync, auf was es da ankommt, dass du dann wirklich schnell bist, ne? Und wie du wirklich besser wirst, weil es, so wie du gesagt hast, in die Viererklassen oder beim Achter dann nicht auf das Individuum ankommt, aber trotzdem irgendwie jeder alles ja geben muss, weil die anderen machen es ja auch. Und nimm uns mal mit in diesen Prozess, wie sie das findet, dass du wirklich schneller bist, weil das ist ja auch, Rudern, korrigiere mich, ein Sportart, wo es oft richtig um Haaresbreite hergeht, wo es richtig arschknapp hergeht, kurz gesagt. Finde ich extrem krass, einfach in vielen, das sind andere Sportarten mit Abständen, wo du denkst, das ist richtig viel dazwischen. Bei euch geht es wirklich oft einmal um fast nichts. Ja, es ist, ich glaube, so wie es ist wie in jeder Beziehung oder in jedem Team, es braucht halt eine Zeit, bis das zum Laufen beginnt und das ist dann oftmals ein mühsamer Prozess, das setzt ins Boot und es funktioniert nichts. Das ist so der normale Zustand, sage ich mal. Es gibt natürlich auch Mannschaften, wo man ins Boot sitzt und es funktioniert vom ersten Moment an. Okay, das ist auch schön, aber das soll es auch geben. Und ich glaube, das kennt auch jeder in Zusammenarbeit. Da gibt es einfach so Begegnungen und Konstellationen, wo es einfach läuft. Ja. Soll es geben. Ist aber oftmals tricky, weil wenn das dann einmal weg ist, dann weiß man eigentlich nicht, warum es weg ist. Ja, ja, ja. Also das war auch mein Start. Also das war erster größere Erfolg, vierter Platz an der Weltmeisterschaft 2011 war das. Da sind wir aus der Ausscheidung raus und Zweier gefahren, obwohl wir die zwei Letztplatzierten in der Rangliste waren und haben plötzlich im Zweier das gewonnen. Und keiner hat gewusst, warum wir das gewonnen haben, wir auch nicht. Dann haben wir gesagt, ja passt, das läuft, sind erste internationale Bewerber dann nach der Ausscheidung gefahren und es hat nichts mehr funktioniert. Wir haben keinen Plan gehabt, warum. Und dann hat es eigentlich Zeit gebraucht, bis das dann wieder zum Laufen begonnen hat. Also oftmals ist das eigentlich, ja, zwar schön, wenn es so rennt, aber man muss auch wissen, warum es läuft. Und der Normalzustand ist halt, jeder kommt mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem eigenen Ruderstil in ein Boot zusammen und dann braucht es halt die Zeit, bis man sich das ausmacht. Und das braucht halt viel Zeit auch, Pausen zu machen, jetzt ganz pragmatisch gesprochen im Boot, immer wieder an der Wende auszutauschen, wie funktioniert das nicht, die verschiedensten Dinge ausprobieren, wir arbeiten dann ganz viel mit so Wechseln von Schlaglänge, also wir rudern den ganzen Schlag, dann einen halben Schlag, einen Viertelschlag und wieder zusammen, dass wir über diese Wechsel eigentlich uns so ein bisschen einschwingen, also wie ein Orchester kann man sagen, dass zu Beginn so ein bisschen sich einstimmt und sowas brauchen wir auch, also wir brauchen verschiedene Techniken, Tools, Übungen im Boot, dass wir uns ein bisschen so kalibrieren und ja, irgendwann fängt das vielleicht dann zum Laufen an und das ist so der Moment, wo man sagt, man spürt, dass das Boot ins Rennen kommt, dass dieser Flow-Zustand oder dieser Sweet-Spot da ist und dann ist es trotzdem wieder beim Einzelnen eigentlich, dass jeder das tut, was er halt über die Zeit lernt, was dorthin führt, dass so läuft und das ist dann eigentlich der Job von jedem Einzelnen. Also ich glaube schon, dass es die Orientierung an dem gemeinsamen Rhythmus ist, der entsteht und es ist auch im Boot nicht so, dass einer vorgibt, die anderen rudern nach. Also glaubt man immer, der Vorderste, der sitzt, der gibt vor und die anderen machen das nach. Das ist bis zu einem gewissen Grad so, aber am Ende ist es schon so, dass jedes Boot eigentlich einen eigenen Rhythmus entwickelt. Und das ist weder der vom einen noch vom anderen oder im Achter vom Schlagmann, der ganz vorne ist, oder der vom Bugmann, sondern es ist was, was wirklich individuell ist. Und wenn es im Achter einen austauscht, wird sich der Rhythmus vom ganzen Boot ein bisschen verändern. Das heißt, da gibt es immer einen spezifischen Rhythmus für die Mannschaft. Und wenn man den einmal gefunden hat, wo man gesagt hat, okay, vielleicht in der Mannschaft muss ich vorne ein bisschen kürzer und da muss ich ein bisschen hinten ein bisschen kürzer oder da muss ich ein bisschen geschwinder vorrollen. Wenn man das einmal hat, dann ist es meistens so in den Mannschaften, dass jeder gewisse Fokuspunkte hat. Also der eine muss sich darauf konzentrieren, dass er hinten nicht so, wie er es im Einer machen wird, so lang auszieht, den Schlag. Der andere muss sich konzentrieren darauf, dass er in der Auslage, also vorne in der Startposition, wo man das Blatt setzt, ein bisschen geschwinder ist, wie er es normal machen will, wenn er allein ist. Damit das im Boot einfach genau funktioniert. Und das, glaube ich, muss dann jeder rausfinden, mit der Unterstützung vom Trainer im Optimalfall. Was muss ich tun, damit genau dieser Zustand kommt? Und der Zustand oder dieser Flow, das wird dann so der Anker und der Referenzpunkt. Und dann sagt man so, wie kommen wir dorthin? Und dann einfach lernen, dass man möglichst oft, möglichst viele der Schläge, die man rudert, optimal macht. Das ist so. Na, was mir jetzt spontan dazu einfällt, da bist du ja noch kognitiv unterwegs. Ja. Und wenn du dann um Gold ruderst, kannst du ja nicht mehr denken, sondern das muss ja dann flutschen, das muss im Flow sein. Wie rufst du es dann ab oder ist es dann so eingespeichert, sage ich jetzt einmal im Memory-Effekt drinnen, dass du die Bewegung, ähnlich wie bei Golf oder bei anderen Sachen, so blind drinnen hast,
dass du das dann auf das Individuum, also auf die, zum Beispiel, so wie du gesagt hast, nicht vom, dass ich nicht mein, vom Einzelnen einer den Schlag ruder, sondern den für das Team passt, habe ich den so drinnen, dann kann man das irgendwie greifbar machen. Ist das dann so das eingespeichert quasi, dass du das abrufst? Sollte es sein. Okay. Also wenn es nicht ist, dann wird es wahrscheinlich so sein, und das kennen wir alle in der Stresssituation, vor allem auf unsere Urmuster zurück. Das war genau das, was ich abgezielt habe. Und natürlich, ja, jeder Ruderer entwickelt irgendwann einen Ruderstil, ja, und das gelingt halt in Nationen besser oder schlechter, dass die Ruderschule so ausgeprägt ist, dass in Vorarlberg, in Kärnten, in Wien, in Oberösterreich jeder das Rudern gleich lernt. Das sind wir halt nicht ganz dort. Mhm. Das heißt, jeder bringt ein bisschen was anderes mit und wird auch immer so sein. Und wenn es dann stressig wird, fällt man natürlich auf die eigenen Muster zurück. Und da ist die Frage, wie gut eingeübt ist das körperlich, mhm, aber auch emotional, mental. Und da ist Mentaltraining dann eine Riesenkomponente, dass man das auch wirklich abrufen kann. Und das, ich meine, ein Trick ist, also das ist auch gesagt, oder angesprochen, finde ich, so zwischen den Zeilen, so Ankerpunkte, mhm, zu haben auch. So, was ist der Fokuspunkt, wo ich mich drauf fokussieren muss? Im Normalfall ist meistens möglich, und das geben dann Trainer auch mit, du konzentrierst dich auf die Bewegung, du konzentrierst dich auf den Ablauf und du konzentrierst dich, mhm, auf das. Und dann gehst mit genau dem im Kopf. Und ich habe zumindest für mich herausgefunden, in der Stresssituation, in der Rennsituation kannst du eine Sache denken. Ja, eine einzige. Ja, genau. Und im Idealfall ist es die, das ist so weit, dass du so loslassen kannst, oder das ist so automatisiert, dass du nur mehr dran denkst, mehr, mehr, mehr. Und jeden Schlag 100%. Mhm. Nicht 110, nicht 90. Das wäre nämlich jetzt die nächste 100. Frage gewesen, wenn du nämlich dann, was passiert dann, wenn du sagst, hey, jetzt bin ich übermotiviert, wir haben kurz vor Paris, steht vor der Tür, Paris 2024, es ist Olympia, es zählt alles, und halt probiere ich quasi übermotiviert an die Sache, weil ich gebe alles, es geht um alles. Das geht wahrscheinlich bei sowas dann eher schief, ne? Es geht immer schief. Wir können 100% von unserer Leistung abrufen. Und ich glaube, der große Job in der Rennsituation ist der, Fokus zu halten und Fokus auf das zu halten, was ich A, kontrollieren kann, und B, was ich in der Lage bin zu leisten. Mhm. 90% weniger zu tun wäre Verschwendung, 110% versuchen, bist wahrscheinlich auch wieder bei 90 maximal. Mhm. Weil du kannst nicht mehr, als was ist. Und dieses, was Außergewöhnliches tun am Tag X, das geht nicht. Man kann sich vorbereiten und dann versuchen, möglichst so aufzutreten, dass man das abruft. Und ich glaube, das ist der große Job. Und es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Also es ist schwieriger, 100% zu liefern, als wie 110%. Genau, das denke ich mir nämlich. Und nachdem du ja mittlerweile einen Haufen andere Ausbildungen gemacht hast und da ja jetzt in dem zweiten Ding tätig bist, auch mit, als Psychologe, mit den ganzen psychologischen Ausbildungen und auch systemischen Ausbildungen, blick mal mit deinem jetzigen. Mhm. Scheiße, diese Frage. Blick mal wirklich, also ich finde es super spannend, ja, 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 mit dem Blickwinkel, was du jetzt hast, so auf deine Zeit damals, mhm, und so weiter. Wie siehst das du? Ja, dass in den Momenten, wo es aufgegangen ist, dort, wo die Erfolge da waren, glaube ich, auch viel richtig gemacht worden ist. Das ist halt, und man reift ja dann mit der Zeit oder lernt dazu mit der Zeit auch. Und ich glaube, die großen Erfolge, auch der Weltmeistertitel, das war in einer Phase, wo das vielleicht viel unbewusst noch passiert ist und gleichzeitig wieder in einer Haltung, wo man einfach gemacht hat, was man für richtig erachtet hat. Und ich glaube, wenn man sich so ein Stück weit auf das Bauchgefühl, natürlich im Abgleich mit dem, was Trainingslehre, mhm, sagt, und mit guter Betreuung, mit wirklich State-of-the-Art Trainingswissenschaft, dann macht man schon viel richtig. Mhm. Und das würde ich sagen, was dann in den Zeiten war, wo es weniger gut gelaufen ist, ist halt einfach der Kopf in die Quere kommen. Und das heißt jetzt nicht, man soll nicht drüber nachdenken und man soll nicht versuchen, die richtigen Sachen zu machen, aber ein Stück weit aufs Gespür vertrauen und so, wenn man es jetzt metaphorisch ausdrücken möchte, Kopf und Herz beides zu verwenden, ja, oder auch das Bauchgefühl, das glaube ich schon ganz wichtig. Ja, und gleichzeitig glaube ich, vieles von dem, was dort in den Momenten unbewusst gut gelaufen ist, dann danach auch in den Ausbildungen verstehen gelernt, eigentlich. Also so wie ich jetzt darüber rede, auch dieses Ankern und zum Beispiel so, weil du vorhin gefragt hast, wie gelingt es dann im Rennen, das abzurufen. Also ich habe das oft so dran gedacht, du trainierst im Training einmal die Setzposition, also das vorne, und dann trainierst du die Aushebeposition, dann arbeitest du in der Kraftkammer am Beinstoß oder vielleicht an der Stabilität in der Hüfte und so Einzelmomente, diese in allem, was wir tun, überall, wo komplexe Abläufe sind, auch in Organisationen, arbeitest mal an der einen Stelle mehr, mal an der anderen Stelle, und wenn du an der einen angreifst, dann rennt der andere wieder nicht so gut und dann brauchst du, bis das irgendwie, wie es geht. Und ich glaube, das, was zum Beispiel bei mir
im Bootzeitzugang war es so, einmal ein Gespür zu kriegen für den einen Teil, ein Gespür für den anderen Teil und dann irgendwie was zu finden, eine Ansteuerung, eine Idee, ein Gefühl im Körper, eine Bewegung, wo zwei von diesen getrennten Ansteuerungen und Bewegungselementen plötzlich zusammengeführt werden. So, dass ich was finde, wo ich sage, so, ich muss mich vorne aufrichten und ich muss aber gleichzeitig die Hände locker lassen. Wenn du das noch nicht kannst, du kannst das nicht gleichzeitig machen, weil das ist, wenn du da aufrichtest und anspannst, dann werden plötzlich die Hände auch schauen. Eigentlich musst du was Gegengleiches machen. Und das musst du halt üben, dann hast du die Hände locker und dann ist da wieder locker, dann übst du nur die Anspannung und irgendwann schaffst du dann, die irgendeine Vorstellung zusammenzubauen, wo das gemeinsam geht. Und das kannst du dann wie so eine Pyramide immer mehr zusammenbauen, bis am Ende ein Gefühl hast und das ist dann irgendwie so ein Zustand, ein inneres Bild oder ein Moment of Excellence heißt es im Coaching dann oftmals, wo es halt, du holst dir wirklich dieses kleine Element raus, wo irgendwie alles zusammenläuft für dich und solche Geschichten halt, also solche mentalen Tricks, ich glaube, dass die, und das beobachte ich auch jetzt bei den erfolgreichen Sportlern oder Leuten, mit denen ich arbeite, die ihre Sache wirklich gut machen, ich glaube, sowas kommt ganz natürlich, wenn wir es zulassen und wenn man nicht sagt, das ist ja Spinnerei und du stellst da was vor und du hast irgendwie Bilder im Kopf und so, wenn wir die nutzen, also wenn wir da wirklich halt dieses Potenzial nutzen, was wir mental haben, ich glaube, dann können Dinge wirklich gut gelingen. Mm. Du hast das nur gerade angesprochen, was mir noch einfällt, ich habe die Frage auch im Sebastian, im Geschäftsführer vom Olympiazentrum Vorarlberg gestellt, wie siehst du, was ist für die Talent und was ist so wirklich Attitude, Passion und das als Driving Force? Ich glaube, ja, Talent ist irgendwie so das mit, wahrscheinlich mit der Konstitution, mit der man auf die Welt kommt, egal ob das jetzt körperlich ist, muskulär ist, das Herz-Kreislauf-System ist, ob das, wie ich da irgendwie veranlagt bin von meiner Konstitution, vom Hormonsystem. Ich glaube, da geht es darum, das zu finden, wo man richtig ist und das kann man versuchen, wahrscheinlich irgendwie bewusst zu machen. Das ist auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich was, wo man viele Dinge ausprobiert und sagt, wo läuft es und wo sehen das auch andere. Und mir hat man zum Beispiel immer nachgesagt, ich habe ein Talent fürs Rudern gehabt. Mein Bruder, der mit mir Weltmeister geworden ist, dem hat man immer nachgesagt, da war wenig Talent da. Also das ist so, und trotzdem haben wir es beide geschafft. Mhm. Und ich glaube, das ist dieses klassische alte Sprichwort, sehr abgedroschen, aber Hard Work beats Talent. Am Ende, so wie ich vorher gesagt habe, das, was am Anfang sehr schnell, sehr gut läuft, läuft halt oftmals auch Gefahr, irgendwann dann nicht mehr gut zu laufen, man hat keine Ahnung, warum es nicht mehr funktioniert. Yeah. Das heißt, und ich habe das, glaube ich, in meiner Karriere auch so ein bisschen diesen Prozess durchgemacht, zu Beginn unbewusst erfolgreich gewesen, dann ist schwierig geworden. Und dann ist der Punkt, machst weiter und setzt dich damit auseinander, warum es gerade nicht funktioniert. Und kommst auch darauf, dass vieles davon von dir selber ausgeht und veränderst das selber grundlegend und machst das dann noch einmal neu. Mit der Erfahrung, die du davor gemacht hast. Du fängst machst das Unbewusste bewusst. Ja. Genau, und bist dann bewusst erfolgreich. Und ich glaube, das ist dieser Prozess und da spielt beides eine wichtige Rolle. Ich meine, Talent, ja, es macht wahrscheinlich vieles einfacher. Gleichzeitig, um an die Spitze zu kommen, ist es einfach nicht genug. Und da haben, glaube ich, alle dieselbe Voraussetzung. Ja, weil da hinten so ein Riesenboot hinter dir liegt, eine Frage, die sich einfach dann noch stellt bei den ganzen großen Booten, mehr wie zwei, aber natürlich auch, wenn du es jetzt mit deiner systemischen Ausbildung siehst, ne, mein System erster Ordnung, okay, du sitzt drinnen, System zweiter Ordnung, du sitzt wie mit deinem Bruder drin, System Endter Ordnung oder Achter, in dem Fall im Achter. Nimm uns mal in die Systemtheorie von Rudern dann mit dem Blick. Ja, es ist... Also ich sage immer, also die verschiedenen Positionen im Boot, also eben dieses, was gebe ich rein und wo passe ich mich an, wo gehe ich auch in die Position des anderen und wo habe ich eben diese Gesamtperspektive, beziehungsweise dann als Trainer auch die Perspektive von außen. Und das, was ich gerade angesprochen habe, diese Entwicklung eigentlich bei uns auch, insbesondere in der Mannschaft, mein Bruder und ich, war halt eine, wo das lange Zeit unbewusst sehr gut funktioniert hat. Die Rollen haben sich ergänzt. Ich glaube, es waren unbewusste Erwartungshaltungen klar aneinander. Und dann hat sich der Kontext verändert. Aus der systemischen Perspektive, es hat sich einfach in unserem Umfeld, haben sich die Anforderungen an uns verändert. Und aus unseren Rollen heraus, die wir familiär auch hatten, war der große Bruder, in dem Fall ich, jemand, der vieles übernommen hat, sprich Medienanfragen, Sponsorenarbeit, Weiterentwicklung, aus dem heraus, was sehr gut funktioniert hat, dass ich auch der war, der vorangegangen ist und das Ganze getrieben hat, habe ich sehr, sehr viel Verantwortung davon übernommen. Und gleichzeitig hat sich das aber dann so entwickelt,
dass aus diesen Stärken, aus den Fähigkeiten, nämlich vorangehen und mitmachen, großer Bruder, kleiner Bruder, anpassen, Best Buddy sein auf der einen Seite, kleiner Bruder, und der nach außen hin, der ist der zieht, haben sich diese Fähigkeiten eigentlich ins Problem verändert. Oder ins Problem entwickelt. Warum? Weil sich der Kontext verändert hat und weil plötzlich der eine überarbeitet war, der große Bruder in dem Fall, und der andere sich nicht mehr drin gesehen hat. Und wenn dann auch noch Schwierigkeiten reinkommen und eigentlich es darum ging, dass der große Bruder aus der Rolle heraus sich dem Kleinen anpasst und da lernt von anders, dann wird es schwierig. Und das ist dann auch systemisch gesehen natürlich über die Muster, die drinnen sind in der Beziehung, etwas, wo es dann irgendwann den Perspektivwechsel braucht. Und den hat unser Trainer dann eigentlich sehr kurze Zeit vor den Olympischen Spielen 2016 erzwungen, indem er uns umgesetzt hat. Mhm. Und dann war es halt plötzlich so, dass der große Bruder hinten gesessen ist und nicht mehr vorn und plötzlich den Kleinen alles hat nachmachen müssen. Und das war nicht ganz so einfach. Sagen wir es einmal politisch korrekt so, jetzt in der Situation. Und gleichzeitig habe ich das Allermeiste daraus gelernt, weil ich plötzlich gesehen habe, dass in einer anderen Position eigentlich die Dinge, die ich erwartet habe, gar nicht erfüllbar sind. Dass man dort gar nicht spürt, sieht, mitbekommt, was man bräuchte, um das zu tun, was der Vordere hat. Und so sind eigentlich Rollen klarer geworden an den Positionen. Und wenn man das jetzt natürlich dann aus der Entfernung anschaut und dann rauszoomt und sagt, man schaut sich die Brüder an, dann ist da halt unendlich viel passiert. Und Jahre später dann sind wir nochmal zusammengekommen. Das war dann auch die letzte Zeit meiner aktiven Karriere, wo wir die nationale Quali für Tokio geschafft haben, kurz vorm Lockdown, wo wir wieder in angestammten Positionen gerudert sind, aber mit dem Wissen, wie die andere Perspektive ausschaut. Und ich glaube, das ist, wenn man es jetzt transferieren möchte, für die Entwicklung von Zusammenarbeit oder von Beziehungsarbeit auch was ganz, ganz Wesentliches, dass man oftmals Konflikte, Spannungen, Muster in sozialen Systemen eigentlich nicht verstehen, weil man diesen Perspektivwechsel nicht möglich machen, nicht gehen wollen und nicht einlassen drauf. Und das Einfachste ist halt einfach ein gutes Gespräch mit offenen Ohren, einem offenen Herz und wirklich zu verstehen, was braucht der andere. Und das jetzt auch wie sagen, ein bisschen am Boden zu holen, dieses Systemtheoretische. Dann sagt so, wirklich diesen Check zu machen und dann sich selbst in der Position wirklich zu verstehen, warum und wieso funktioniert so, wie funktioniert der andere, was braucht er, um damit dann auch am Ende das Zusammenwirken einfach optimal zu gestalten. Ja, was glaube ich dann noch mal spannender ist, wenn du diese emotionale Verstrickung oder dieses System hast, natürlich nur dieses Familiensystem, wie wäre es anders, wenn das jetzt, ich sage jetzt, wild zusammengewürfelt mit wem anderen, mit einem Kumpel, mit dem ich mich gut verstehe oder aus dem Verein, wo man sagt auf einmal, hey, da ist irgendwie eine Synergie, das matcht irgendwie, wir passen gut zusammen, ist wahrscheinlich Fluch und Segen, sage ich jetzt einmal zugleich. Ne? Auf der einen Seite Stärke, auf der anderen Seite kann das natürlich auch zur großen Herausforderung werden. Absolut, und das ist genau dieser Prozess, den ich beschrieben habe. Das ist die familiären Muster, solange sie matchen mit dem, was du beruflich brauchst, super. Also wenn das großer, kleiner Bruder-Konstellation, die angestammt ist und die verschiedenste Ausprägungen haben kann, wenn das passt, in dem Fall ich gewesen, der vorne gesessen ist, der kleine Bruder, der hinten gesessen ist und mitgemacht hat, solange das funktioniert, super. Wenn es aber dann, wenn er mir so wie beschrieben hat, sich die Bedingungen verändern und eigentlich der Große überarbeitet wird, weil er so viel auf sich nimmt, der kleine Bruder sich in dem Fall nicht mehr drinnen sieht, die Überarbeitung dazu führt, dass zu wenig geschlafen wird, man nicht mehr das liefert, was man liefern sollte und eigentlich der andere besser rudert, das aber nicht gesehen wird, weil man den Perspektivwechsel gar nicht wagt, weil man bewusst oder unbewusst auch verhindert, dass man diesen Reality-Check geht, dann wird es halt kompliziert und dann wird es schwierig. Und dann wird es aber umso schwerer in so einer Konstellation, sich selbst zu verändern, weil verändert dich in deiner Beziehung zu Familienmitgliedern. Genau. Wissen wir alle, dass das recht schwierig ist. Also das ist dann, glaube ich, die große Challenge. Das, was halt der Sport da möglich gemacht hat, ist genau sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und eigentlich Beziehung, soziales System noch einmal viel, viel tiefer zu verstehen, weil man halt mitkriegt, wie das dann auch mit der individuellen Psyche zusammenhängt und was das heißt, dann solche Muster auch zu verändern, nämlich gewisse Haltungen einfach ad acta zu legen, neue dazu zu lernen und flexibler zu werden, nicht zu sagen, okay, mein Bruder gegenüber kann ich nur X, sondern ich kann da vielleicht X, Y und Z am Ende. Und wenn du den Weg gehst, wird es halt richtig krass wahrscheinlich. Ne? Dann hast du halt
viel Spaß. Ja. Nimm uns mal mit, du hast das gerade angesprochen, das finde ich noch ganz spannend bei dir, weil ihr habt das ja dann geschafft, Quali, Tokio etc., dann kam Lockdown. Nimm uns noch mal mit in die Zeit, vor allem da arbeitest hart auf ein Ziel, voll drauf hin, was dann fast in Luft aufgeht, aufgrund von äußeren Rahmenbedingungen. Und warum nicht zum Beispiel jetzt noch Paris 24? Ja, es ist eine spannende Frage und auch eine, die ich lange Zeit selber nicht unbedingt 100% beantworten habe können. Mittlerweile ist sie mir so oft gestellt worden, habe ich so viel darüber nachgedacht, dass glaube ich, das einigermaßen gut greifen kann. Dazu braucht man vielleicht den Kontext, dass 2016 Olympische Spiele war immer das große Ziel. War immer das Ziel, dort am Podium zu stehen. Das haben wir verpasst, recht klar, wir waren 12. am Ende. War in dem Moment eine Riesenenttäuschung und die absolute Niederlage. Sehe ich jetzt anders. Gott sei Dank und habe eigentlich meinen Frieden gefunden damit. Gleichzeitig war danach, nach dieser Zeit, wo 8 Jahre lang aufgebaut worden ist und das war immer irgendwie so das Ende der Fahnenstange und da war der große Erfolg da und dann läuft es und dann war der nicht da und dann kommt das klassische Loch. Ich glaube, das Loch gibt es, du bist erfolgreich und weißt nicht, wie es weitergeht und das Loch gibt es auch, der Lebenssinn ist, dort oben zu stehen und dann plötzlich ist das weg. Und dann ist eigentlich das, womit du gerechnet hast, worüber du deinen Selbstwert eigentlich immer definiert hast, dass du das dann irgendwann sein wirst, dann ist der plötzlich weg und dann sitzt du den Boden unter die Füße weg. Und das war 4 Jahre vor 2020, vor Lockdown und vor Tokio. Und dann waren es 4 Jahre, die wirklich sehr intensiv waren, wirklich einen neuen Zugang auch zu finden zum Sport. Und tatsächlich dann irgendwann nicht nur drüber zu reden und die Coaching-Tools anzuwenden, sondern mal zu sagen, jetzt tue ich aber bei mir. Und so wirklich bei mir. Und verändere ein bisschen meinen Zugang, ein bisschen grundlegend, den Zugang zum Sport. Und das ist dann sehr gut gelungen. Eben wieder mit meinem Bruder gemeinsam, über gewisse Rahmenbedingungen sind wir wieder zusammengesetzt worden und haben das probiert. Und wir sind eigentlich, und das haben uns die Trainer auch damals bestätigt, so gut gerudert wie nie. Und keiner hat geglaubt, dass man noch einmal so einen Aufschwung schaffen kann nach so langer Zeit. Ja. Eben weil da gewisse Muster eingelaufen sind und weil man halt so rudert, wie man rudert. Aber dass man noch einmal so eine Entwicklung hinkriegt, das war schon sehr außergewöhnlich. Und das hat unfassbar Spaß gemacht. Und das waren mit Abstand die 2 besten Rennen am 12. März 2020, also einen Tag vor dem Lockdown, vor der Verkündung, die mir je gerudert sind. Und dann kam der Lockdown und ich habe davor schon 2-3 Jahre im Neben am Sport als Coach gearbeitet. Ich habe daneben schon Teambuildings angeboten und es ist dann 2019 im Herbst ein bisschen mehr geworden. Das war schon ganz gut gebucht und dann war 13. März und dann war einmal ziemlich alles weg. Genau. Und gleichzeitig war aber eine sehr liebe Bekannte von mir, die eine kleine Beratungsagentur auch geführt hat, die mich mitgenommen hat und wo wir begonnen haben, Online-Workshops für Führungskräfte anzubieten, Online-Coachings gemacht habe. Das heißt, irgendwie so im Lockdown, in der Zeit, plötzlich so zu 100%, ohne dass es bewusst war, in dieses neue Berufsbild reingezogen. Kompletten Shift eigentlich. Kompletten Shift und dann hat es geheißen nach, wie lange war das dann, 1 Monat, 1,5, 2 Monate, irgendwie so, hat es geheißen so, jetzt wieder zurück ins Boot, es geht wieder Training. Und da habe ich dann so gespürt, so, wenn ich mal wirklich ehrlich bin, dann ist es das nicht mehr. Und das war aber dann ein Prozess, natürlich mit ganz viel Sorge um Gesichtsverlust und kann ich das jetzt tun und lasse den Bruder in Stich und lasse die Team in Stich und Sponsoren und so weiter. Und irgendwann nach dem Prozess war aber dann trotzdem, oder in dem Prozess war dann nach 3 Wochen oder so, war dann irgendwas, da habe ich gesagt, hab so, irgendwie ist der Schritt muss her. Und auf einer Fahrt nach Kärnten zum Firmencoaching, ich habe mit einem Freund telefoniert und gesagt, ja, ich habe jetzt beschlossen, zum Rudern aufzuhören. Das war das erste Mal, wo ich es ausgesprochen habe. Also habe ich das jetzt wirklich gesagt. Und das war der Moment eigentlich, wo es ausgesprochen war, wo es klar war. Und ab dem Zeitpunkt war das Faszinierende, dass ich nur positives Feedback bekommen habe vom Umfeld. Egal, jeder hat sich gefreut, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und es war auch niemals irgendwann eine falsche Entscheidung. Es war immer die richtige. Ich glaube, es war eine Entscheidung, die lange Zeit gebraucht hat, die gereift ist, die da war und wo aber dann dieser Moment mit dem Lockdown für mich, und so paradox, wie das klingt vielleicht im Nachhinein, für mich war es die komplette Erlösung. Also das war wirklich in dem Moment dieses Loslassen können, es ist gut, auf einem Peak losgelassen zu haben, nicht in einer schlechten Zeit, ich war nicht verletzt, ich war nicht zerstört am Boden, sondern ich war so erfolgreich wie selten davor, auch wenn das nach außen jetzt nicht der große Erfolg mit der Medaille um den Hals war, aber wir haben das noch einmal geschafft, wir haben das vor allem als Brüder geschafft, nach einer Zeit, wo es uns nicht gut gegangen ist, miteinander auch noch einmal wirklich sehr, sehr erfolgreich zu sein, auch zwischenmenschlich. Und ich habe gesagt, ich habe alles gelernt von dem Sport, was ich lernen konnte. Ist mir dann klar geworden und gesagt, lass es gut sein. Und
Was, glaube ich, wichtig war, für mich persönlich war, ich habe dem Rudersport nicht den Rücken zugekehrt, sondern ich habe gesagt, ich ändere nur die Rolle. Und zwar von dem aktiven Sportler zu jemandem, der das Rudern in die Welt trägt über Workshops, der Teambuildings anbietet, ins Ruderboot einzusteigen, diese Faszination, diese Leidenschaft, dieses Gefühl im Boot entdecken zu lernen, auch sich inspirieren zu lassen davon. Und gleichzeitig mittlerweile auch im Ruderverband tätig, organisiere eine der größten Regatten in Österreich, führe dort ein Team mit 140 Leuten jedes Jahr, war jetzt gerade am Wochenende. Und so bin ich dem Rudersport noch immer sehr, sehr, sehr nahe. Und ich würde sagen, wahrscheinlich genauso sehr verbunden wie davor, aber in einer Rolle, wo ich sage, das passt. Und mit meinen Fähigkeiten und mit dem, was ich kann und mit dem, was ich gern mache, bin ich dort richtiger, als wenn ich jetzt sitzen würde in Paris. Also ich freue mich in Paris am Königlberg als Spezialist, als Moderator zu sitzen und das zu kommentieren. Das macht mir unfassbare Freude, einzutauchen. Und das ist für mich ein Gefühl, wie dabei zu sein. Aber ich würde um nichts in der Welt mehr tauschen wollen und als Sportler dort sitzen wollen. So blöd, wie das vielleicht klingt, aber es ist so und ich glaube, ich bin dort richtig, wo ich jetzt bin. Voll cool, du hast jetzt so viele Sachen gesagt und ich habe mindestens 3 Fragen im Kopf. Die erste wahrscheinlich, die schneller zu beantworten ist, ist ein guter Sportler automatisch ein guter Coach oder Trainer? Nein, glaube ich nicht und war ich auch nie. Also muss ich auch sagen, wenn ich so meine Entwicklung anschaue, auch als Coach, das hat gebraucht und ich glaube, ich bin jetzt bei 10%. Vielleicht du kannst dir vorstellen, ich habe es bewusst provokant gestellt, ja, aber das war's. Das ist, also das ist definitiv nicht, weil da, auch wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, also vorher gefragt, eben die verschiedenen Perspektiven auch und der Sportler ist jemand, der ausführt. Eigentlich, wenn man jetzt sagt, so der Coach, der Trainer ist ja eben der Coach auch im Sport und damit, das muss nicht unbedingt zusammenpassen. Wie viele Coaches gibt es, die nie die Sportart selber gemacht haben und trotzdem sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun. Geniale Coaches, Trainer. Und gleichzeitig hilft es wieder, wenn man eine Idee hat und in die Welt eintauchen kann. Aber ich glaube, es sind andere Fähigkeiten im Rennen abzuliefern als Sportler, als wie im Rennen oder in der Vorbereitung eben dorthin zu führen, dass man die Bestleistung abruft. Also ich glaube, das ist einfach ein ganz unterschiedliches Set an Fähigkeiten, was sicher Gemeinsamkeiten hat und Schnittmengen hat, aber nicht zusammensteht unbedingt. Und die andere Frage ist eine, über die habe ich mir schon sehr viel Gedanken gemacht und auch mit vielen Extrem- und Spitzensportlern, die ich auch betreut habe, darüber diskutiert. Und da würde mich jetzt deine Meinung dazu interessieren, auch mit deinem systemischen, psychologischen Hintergrund aus dem Aktiven raus. Jetzt bist du oder jetzt kommst du irgendwie in diesen Profisport, meistens in jungen Jahren, und du hast ja irgendeine treibende Kraft dafür, warum du der Beste sein willst. Weil du hast eigentlich nichts anderes im Kopf, als wie, ich will der Beste sein, ich will Gold haben oder was auch immer. Ne? Oder ich will Olympiasieger werden etc. Oft sind es Muster, korrigiere mich, aber ich bin nicht gut genug, ich beweise euch, etc., Selbstbewusstsein, bla bla bla. Was mir in dem Moment ja nicht bewusst ist als Sportler, weil das irgendwie aus familiären Muster, aus Kindheitstraumen, aus was auch immer raussteht. Und jetzt gibt es den Blickwinkel Sportmentalcoaching. Und irgendwann macht es auf einmal bumm und die Karriere ist aus. Weil auf einmal man sich vielleicht als Sportler gewisse Fragen stellen anfängt. Und ich habe eine Theorie aufgestellt, oder die Frage ist, wenn man so einen jungen Sportler, Sportlerin heranwächst und man den klug von außen begleitet, muss in meinen Augen nicht immer gleich die Karriere aussehen, wann sie dann diese Person an einem Punkt irgendwo Fragen stellen anfängt. Weil diese treibende Kraft auf einmal weg ist. Ne? Wie siehst das du? Weil ich glaube, dass man da neue Wege dass man da kluge Wege beschreiten könnte, wenn du dir diese Fragen eben stellst, dass, wenn du da ein safes Umfeld auf der psychologischen Ebene schon mit hast im Training, dass viele Karrieren vielleicht deutlich länger gehen würden, als sie gegangen sind. Ja, ich glaube, die große Frage ist, gibt es neben diesem Negativ-Trigger, neben dieser negativen Motivation auch eine positive? Genau. Und wenn es die nicht gibt, dann ist es wahrscheinlich besser, dass es aus ist an der Stelle. Okay. Was natürlich sehr hart ist. Ja. Und jetzt auf Sportsystemebene gesprochen, natürlich auch gewisse Investments dann nichtig macht. Ja. Dann sage ich, 10 Jahre, 15 Jahre investiert in einen Sportler und eigentlich macht er das nur, weil er seinen Selbstwert sonst nirgendwo findet. Ist die Frage aber, wie oft haben wir das im Management genauso? Und oftmals sind das hochfunktionale Muster. Oftmals sind das
ganz, ganz funktionale Muster im Sinne der Leistungsfähigkeit. Ich glaube, was dann wichtig ist, ist die Überlegung, macht mir das auch ohne dem Spaß? Und jetzt bin ich bewusst beim Spaß, nämlich macht mir die Bewegung an sich Spaß. Und ich glaube, das Riesenglück hatte ich und wahrscheinlich ist bei mir genauso solche Muster auch am Laufen gewesen. Aber ich glaube auch, dass mir diese Bewegung einfach wirklich taugt hat. Und wenn du die Freude dran findest, das intensiver zu machen und einen Fokuspunkt findest, wo du sagst, warum machst du das? Weil es für mich dann zum Beispiel nach dieser, wo ich wirklich umgedacht habe, wo ich sage, zu Beginn war das sicher auch Selbstwert zu finden über Erfolg. Ich weiß nicht, wo das war, ich glaube, irgendeine App war es, wo dann geheißen hat, als Sportler, du bist nicht dein Erfolg, du bist ein wertvoller Mensch, der sich entschieden hat, Erfolge zu leisten. Dann ist plötzlich eine Distanz zwischen deinem Tun und deinem Selbstwert da. Und dann kannst du überlegen, was macht da eigentlich Spaß dran. Und für mich war das dieses Herausfinden, wie diese komplexe Sache, in dem Fall Leichtgewichtsrudern, Leistungserbringung bei einem Gewichtslimit, das Zusammenspiel, Psyche, Physis, wie funktioniert das, wie kann ich das optimieren? Und das hat mich gereizt. Und das dann auch noch größer zu denken, zu sagen, wie spielt da das System an Trainern, Betreuern, Coaches, Mentalcoaches, Physiotherapeuten, Ernährungsberatern, wie spielt das alles zusammen, wie muss man das aufsetzen, auch das soziale System, was spielt da eigentlich alles rein, damit Bestleistung möglich ist. Für mich war das eine Spielwiese, das war für mich ein Experimentieren an mir selber mit meinem Körper, um was braucht es eigentlich, um wirklich leistungsfähig zu werden, mit allem, was zur Verfügung steht, Wissenschaft, eigene Ideen und das auszuprobieren. Und das hat mich dann, das hat mich antrieben und das hat es dann eigentlich noch einmal auch wirklich erfolgreich gemacht. Und ich glaube, ja, es braucht einfach was. Und das ist eine Veränderung oftmals so. Es braucht was, was mindestens so intensiv funktional ist, wie das, was davor da war, ist, wenn wir was wo Neues hinwollen. Und wenn ich nichts habe, was mir dieses Gefühl so gibt, wie das, was davor da war, dann wird es halt schwierig reinzugehen und dann wird es abreißen dazwischen. Versuche die Frage zu beantworten. Ja, ich hoffe, ich habe es gut formulieren können, aber ich finde einfach diese Trigger total spannend. Absolut. Und was du brauchst, dass du wirklich langfristig Performance aufbaust, langfristig Leistung, langfristig Spaß an dem, was du da tust, weil das sind, glaube ich, wichtige Komponenten. Jetzt hast du noch ganz viel in dem Setup quasi, an dem du getüftelt hast, dann angesprochen, egal ob das jetzt Ernährung, Training. Die Frage ist, wie kann man sich das im Rudern auch noch vorstellen? Vielleicht so als Idee für mich, so Gewichtungen. Kann man das gewichten? Ich sage jetzt Ernährung, Mental, Boot. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, das ist so oder ist es hochindividuell? Es ist sicher individuell, kommt auf die Klasse drauf an. Jetzt in dem Fall Leichtgewichtsrudern mit einem Gewichtslimit, wo wir 2 bis 1 Stunde vor jedem Rennen gewogen werden und auf 0,05 Kilo das Gewicht bringen müssen, richtig. Ansonsten nicht starten dürfen, ist die Ernährung natürlich ein essentieller Faktor. Die Frage, wie kommst du auf das Gewicht? Gehst du wie die Kampfsportler schwitzen und schwitzt 7 Kilo raus, ist in dem Fall nicht wirklich möglich beim Rudern oder zumindest nicht leistungsförderlich, weil du auch, wenn ein Wettkampf über eine Woche geht, mit jedem zweiten Tag ein Rennen, dann musst du trotzdem vor jedem Rennen wiegen. Also du bist nicht so wie in anderen Sportarten einmal gewogen zu Beginn vom Wettkampf und dann kannst du essen. Sondern du musst das Gewicht konstant haben. Das heißt, du musst es schon mal runterregulieren. Und da ist natürlich die Ernährung im Leichtgewichtsrudern ein absolut kritischer Faktor. Und das war eigentlich faszinierend, wo wir das nach Jahren dann mit einer wirklich guten Ernährungsberaterin geschafft haben, gut aufzusetzen, was da plötzlich am Boost da war. Also da ist sicher, glaube ich, herauszufinden, was sind so die kritischen Faktoren in dem Gesamtsetup. Und da kann man natürlich hergehen, wenn das Krafttraining absolut falsch gemacht wird, naja, dann wird wahrscheinlich das der größte Hebel sein. Ich glaube, man muss immer wissen, wo habe ich wie viel Potenzial und was spielt in wie viele andere Bereiche rein. Bevor wir in Richtung Business-Transfer gehen, weil das finde ich noch jetzt dann richtig spannend, was du jetzt machst, eine Frage, die sich einfach auftut für dich. Wie wird man besser? Und zwar Hintergrund ist das, wenn wir jetzt die Tassen am Boden schmeißen, ist sie meistens, wenn ich 10-mal runterschmeiße, ist sie 10-mal kaputt. Wenn ich mit einem Rennauto 10 Runden auf einem Ring fahre, fährt das typischerweise die gleiche Zeit, also vorausgesetzt Saugmotor und nicht irgendein Turbolader etc. Aber idealisiert. Wenn du aber 10 Runden auf der Laufbahn läufst, wirst du besser. Also wir haben ja ein hochadaptives System, ein antifragiles System. Der Mensch kann sich ja auf
auf Basis von bestehenden Erfahrungen und Erlebnissen auf Unbekannte, was in die Zukunft adaptieren. Und das finde ich ja super spannend. Und daher kommt so diese Analogie, wie wird man besser, deiner Meinung nach? Und zwar ohne diesem höher, weiter, schneller, sondern in sich, wie wird man besser? Ja, ich glaube, mit den richtigen Reflexionsschleifen. Also es ist ja, man kann einen Trainingsplan hernehmen und einen Trainingsplan stur runter trainieren und die Frage ist aber, habe ich irgendwann auch die Pausen, wo ich hergehe und mir die Frage stelle, ist das das Richtige? Und dann ist natürlich die Folgefrage, wie komme ich da drauf? Und da braucht es oftmals, glaube ich, andere. Und das ist das, wo das soziale System wieder reinkommt oder wo das soziale Umfeld eigentlich eine Rolle spielt. Also ich sage, habe ich die richtigen Leute in meinem Umfeld, auf die ich auch höre, auf die mir auch dieses Gefühl geben und habe ich auch den Mut am Ende, mich selbst in Frage zu stellen. Also ich glaube, dieses langfristig erfolgreich bleiben hat ja was mit sich ständig immer wieder mal neu zu erfinden zu tun. Und das heißt auch, sich selbst in Frage zu stellen und das, was man, wovon man überzeugt ist, hoffentlich überzeugt ist von dem, was man tut, das ist ein wichtiges Element, wieder in Frage zu stellen und was Neues zu finden, von dem ich dann überzeugt bin und das als ganz normalen Prozess zu sehen. Ich glaube, das ist der Zielzustand, dorthin zu kommen. Ist oftmals ein vielleicht längerer Prozess mit vielen Lernschleifen, wo man oft einmal fällt, wieder aufsteht und irgendwann sagt, ja, okay, gut. Und vor allem, wenn ich es nicht einfach mache und immer in irgendeine Opferhaltung zurückgehe und sage, es ist halt so, sondern wenn du in der Selbstwirksamkeit bist und du das Ruder übernimmst im Leben. Ja, und ich glaube, und das ist halt das, wo ich sage, dann schon bis zum gewissen Grad auch rückblickend betrachtet, dass das möglich wird, das hast du nicht in deiner Hand. Das heißt nicht 100% in deiner Hand, da kann man gleich viel machen, da kann jeder Bücher lesen. Die Frage ist aber, wie kommt es dorthin, dass du vielleicht einen Trainer hast, der dir den richtigen Impuls setzt. Und da ist schon etwas, wo, vielleicht ein größeres Thema, ohne jetzt philosophisch zu werden, aber wo so die Verantwortung eigentlich für andere, jetzt im Sinne auch von Trainern, die für eine jüngere Generation wieder Verantwortung übernehmen und wo es darum geht, diese Learnings auch weiterzugeben, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil woher soll es die nächste Generation lernen oder wo soll die noch besser werden, auch wenn man nicht das, was man davor gelernt haben, die Jahre dann jemand anderem auch weitergibt und an der Hand nimmt und dabei versteht, dass die genauso die eigenen Fehler machen müssen und daraus lernen müssen. Aber vielleicht ist man dann da und nicht mehr, siehst du das, habe ich da ja gesagt, sondern komm, steh auf und nächstes Mal machst du das anders. Du hast das jetzt gerade noch so oft angesprochen, eben so das Leben. Was hat dir das Rudern für dein Leben gelernt? Ja, ich glaube, die wichtigste Lehre ist wirklich dieses offen, wirklich andere wahrnehmen, anderen zuhören lernen, nicht immer nur vorangehen und anführen und Kommandos geben, in dem Fall im Bruderboot, und sagen, mach das, mach jenes, sondern auch zuhören, was braucht der andere und was ist wirklich möglich für den anderen. Also dieses, mit dieser Neugier von einem kleinen Kind, nicht nur anderen gegenüber, sondern generell dem Leben gegenüber bleiben. Ich glaube, nur dann ist genau das möglich, was du gesagt hast, dieses ständig besser werden. Das gelingt dann, wenn man nicht irgendwann davon überzeugt sind, jetzt haben wir es herausgefunden, jetzt wissen wir, wie es geht, sondern wenn wir einfach offen bleiben und wenn wir, glaube ich, die Dinge herangehen jeden Tag, wie wenn wir es noch nicht wissen. Und es ist egal, ob das in der Beratung ist, ob das im Management von einem Team ist, ob das daheim in der Beziehung so ist, ob das mit Freunden so ist. Einfach neugierig bleiben. Ich glaube, das ist so das, wo schon genau für mich auch wieder dieses Erfolgskriterium war, nach der schwierigen Zeit, die ich erwähnt habe, dort wieder neugierig zu sein und zu sagen, na, ich weiß es noch nicht, sondern ich lasse mir auch wieder helfen. Ich glaube, das gehört auch dazu, neben dem Neugierigsein, dieses Loslassen und sich auch einlassen auf Neues und sich auch helfen lassen und damit mit anderen gemeinsam wirklich was möglich machen. Das ist das, was ich vielleicht im Kern rauspicken würde. Voll schön. Du hast das jetzt auch wieder mehrfach erwähnt. Ich meine, du bist genauso Top-Management unterwegs, Führungskräfte etc. Das vereint uns auch irgendwie. Ich sage jetzt, ich glaube, wir haben da so ein bisschen beide so diese Passion als Impulsgeber, sage ich jetzt einmal, unterwegs zu sein, sei es jetzt auf der Bühne, im Training, in Workshops etc. Und mich fasziniert dieser Transfer, den du machen kannst, vom Rudern so immens, weil du Dinge gar nicht erklären musst, sondern du setzt Leute ja einfach, ganz knallhart gesagt, einfach in ein Boot. Nimm uns mal mit auf diesen Transfer, weil ich finde den so spannend, wenn man einfach Dinge, du kannst Dinge erklären etc., nur da hast du einfach wirklich dieses Erfahren, Erspüren, bis das eins wird und was dann passiert. Nimm uns mal in diesen Prozess mit, weil dieser Business-Transfer aus dem Spitzensport, den finde ich immer ganz was
Besonderes, vor allem in dem Fall noch viel mehr, weil du ein ganzes Team einfach in ein Boot setzen kannst und der Prozess einfach, ich finde es total krass und darum nimm uns da mal mit rein. Ja, der Prozess ist eigentlich denkbar simpel. Jeder lernt am Ergometer mal die Bewegung, also am Ruderergometer, am Land, statisch, ohne dass da irgendwas wackelt, ohne dass wir da Wasser im Spiel haben, ohne dass das Miteinander noch so stark im Spiel ist. Dann gibt es eine Erklärung, was sind die Positionen im Boot. Nochmal die Einladung, jeder soll sich bitte an die Position begeben, wo er glaubt, dass er richtig ist, was man dazu braucht, gleich davor. Und dann geht es im Boot los, dann rudert einmal jeder für sich allein, die anderen stabilisieren das Boot und dann zu zweit, zu dritt, zu viert. Das wird immer instabiler, weil immer weniger das Boot stabilisieren. Und dann geht es zu viert dann los. Und im Normalfall ist natürlich jeder mit sich selber beschäftigt. Ich kann das noch nicht, ich bin Fokus. Und was machen wir, wenn wir uns als Menschen irgendwo unsicher fühlen oder wenn es wackelig wird, wenn man Gefahr wittern, wir verkrampfen uns. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Im Boot ist es denkbar Schlechteste, was man machen kann. Je verkrampfter ich im Boot sitze, desto eher kippt es wie ein Stein. Ein Boot ist ja an sich stabil. Also ein Boot, wenn ich das ins Wasser lege, Ruder im Boot, dann ist das Boot 100% in der Waage. Das heißt, ein Boot kippen wir um, nicht das Boot kippt um. Also das Boot kippt, nein, wir kippen das Boot. Weil wir links, rechts schauen, weil wir das Boot kippen, weil wir asynchron sind, weil wir links, rechts unterschiedlich ziehen und so weiter und so fort. Und das ist dann sehr viel Beschäftigung mit sich selbst, bis meist irgendwann der Moment kommt. Oftmals findet das Team selber heraus, manchmal muss man es anträgern. Jetzt rudern wir mal die nächsten 10 Schläge mit so wenig Kraft, wie es nur irgendwie geht. Und oftmals sage ich, nimmst das Ruder nur mit 2 Fingern in die Hand. Und dann rudern die mit so wenig Kraft, wie es nur geht und plötzlich ist das Boot doppelt so schnell und jeder steht da, was ist jetzt gerade passiert? Weil möglich wird, dass wir nicht mehr nur mit uns selber beschäftigt sind und nur mehr bei uns versuchen, möglichst 100% der Kraft reinzupowern, sondern weil wir plötzlich die anderen spüren, weil das zum ersten Mal wirklich gemeinsam passiert. Und da entsteht dann ein Aha-Moment. Dieses, es geht nicht nur um mich, sondern es geht auch um die anderen und eigentlich mit der Beschäftigung mit mir selbst und besser werden und stärker rudern und noch mehr reinpacken und es noch richtiger zu machen, verliere ich völlig den Fokus, dass da auch andere sind, mit denen ich das gemeinsam machen soll. Und das ist im Boot halt so schön zu erleben, dass dieses gemeinsam tun und dieses gemeinsamen Rhythmus zu finden, sehr, sehr viel wettmachen kann, was ich individuell vielleicht nicht an Kraft reinstecke. Gleichzeitig, und das ist dann auch an der Stelle definitiv die Relativierung davon, natürlich vier, die gemeinsam rudern und individuell jeder stärker sind, das heißt mehr Kraft haben, mehr Power reinbringen, mehr Watt aufs Brett bringen, sind natürlich schneller als vier, die gemeinsam rudern und weniger Kraft haben. Aber vier mit sehr viel Kraft, die nicht gemeinsam rudern, sind wahrscheinlich langsamer wie die vier, die schwächer sind und gemeinsam rudern. Und da relativiert sich halt sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass der Hebel, und das ist dann auch der Transfer in Organisationen, in Teams, auch die Gesellschaft ganz allgemein, den die Beschäftigung damit hat, wie es gemeinsam besser funktioniert, sehr, 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 sehr viel größer ist aktuell in unserer Welt, auf unserer Welt aktuell, als wie zu überlegen, wie kann ich das Individuum noch stärker machen. Also ich glaube, da ist einfach nur die Frage, wo stehen wir gerade? Sind wir eher gerade auf der Seite, wo wir Individuen stärken oder wo wir es gemeinsam stärken? Und ich glaube, wir sind eher auf der Seite, wo wir es gemeinsam stärken und damit wahrscheinlich gesamtheitlich mehr rauskriegen. Und das ist im Boot genau dieser Prozess, wo wirklich zum Teil die Münder offen stehen und die Leute nicht verstehen, wie das jetzt gelungen ist, dass man mit gefühlt 5% des Krafteinsatzes doppelt so schnell rudern kann. Ich meine, wenn wir das machen, ich brauche halt wahrscheinlich einen Einbaum auf der Seite draußen, dass wir nicht umfallen. Weil ich vom Kajak gewohnt bin, dass ich einen Flachboden habe und der reagiert dafür dann recht aggressiv, wenn du mal über den Punkt X drüber hast. Aber bis dahin, hast du dann für solche Leute breitere Boote oder sonst was oder geht das auch in den Rennbooten, die da links und rechts fahren? Also grundsätzlich geht das auch in den Rennbooten da links und rechts. Wir verwenden am Anfang aber schon Stromboote, also die sind gemacht dafür, dass man am Strom rudern kann, wo die Wellen von großen Schiffen sind, damit das Ganze ein bisschen einfacher wird und dass man sich auf den Prozess auch einlassen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Leute irgendwie ungesteuert ins Rennboot setzen, sondern in jedem Boot sitzt ein Steuermann oder Steuerfrau dann mit drin, also jemand von meinem Team oder ich selber. Und wir begleiten das Team, wir schauen auch, wohin wir fahren. Das heißt, wir manövrieren an Hindernissen vorbei und wir geben ein bisschen Kommandos, sodass dieser Prozess auch gelingt, dass man natürlich ein Stück weit was davon wegnehmen kann an der Energie, die es braucht, um all die Dinge zu denken, die es halt so zu denken gibt im Boot. Und dass das halt dann gelingen kann, dass man irgendwann das so weit zumindest einmal intus hat, die Bewegung, dass man sich tatsächlich darauf konzentrieren kann, machen wir das jetzt gerade gemeinsam oder nicht. Und eigentlich ist der Weg dorthin, dass man loslässt. Und ich sage ganz gerne, Rudern, Sportart des Loslassens. Es ist nicht so sehr anpacken,
gerade in den Teams, in, ich sage jetzt mal 250, 300 Workshops, die wir gemacht haben, ist tatsächlich eine der häufigsten Reflexionen, wenn man danach fragt, was hat zum Erfolg geführt und was war schwierig, ist die häufigste Reflexion: in der Ruhe liegt die Kraft. Also ihr könnt die Flipcharts durchschauen, das steht am allerhäufigsten. In der Ruhe liegt die Kraft, kommt in jedem Workshop mindestens einmal. Und weniger ist mehr. Das, glaube ich, geht auch in die Richtung. Und sowas wie loslassen und mal sachte beginnen. Und das zeigt schon, glaube ich, ganz gut, worum es da geht. Und ist für mich auch wieder metaphorisch eigentlich etwas, was in unserer Welt, in vielen Organisationen so ein Thema ist. Wir sind alle dran, noch effizienter, noch mehr zu tun, noch mehr anzupacken. Und da sage ich ganz gern, ich könnte jeden von Teilnehmern, Teilnehmerinnen, die in einem Workshop sind, einen Trainingsplan von 40 Stunden schreiben. Auch wenn ich kein Trainer bin, dann schreibt es halt 40 Stunden drauf. Ein paar werden es schaffen, ein paar werden sich verletzen und ein paar werden nach dem ersten Tag aufgeben. Und trotzdem wird es möglich sein, dass du diesen Trainingslot machst. Die Frage ist aber, wie wird es möglich, dass du 40 Stunden Training jede Woche machst über eine lange Zeit und damit besser wirst. Und da ist die Frage für mich, die Kernfrage, die Leitfrage, eben wie gelingt das? Und ich glaube, die Antwort ist sehr viel stärker übers Regenerieren, sprich über die Pause, als wie übers Anpacken. Und im Rudern ist es das Gleiche. Es geht eigentlich darum, wie kann ich mir in diesem Ruderschlag, der im Rennen circa eine Sekunde dauert oder zwei Sekunden dauert, mit einer Frequenz von 30, also so zwischen ein und zwei Sekunden dauert es. Wie kann ich von dieser Zeit, von diesem Zyklus durchziehen, anpacken und loslassen, entspannen? Wie kann ich mich möglichst effektiv entspannen? Weil anpacken kann jeder irgendwann gleich gut. Aber wie schaffe ich es, mich so sehr zu entspannen, dass ich möglichst viel Energie in dieser Entspannungsphase spare? Dann werde ich am Ende stärker sein. Das ist also die Frage, wo habe ich mehr draus? Wo ist der größere Hebel? Im Lernen, wie kann ich noch besser anpacken oder wie kann ich noch mehr loslassen? Ich glaube, beides ist die Antwort, definitiv. Ja, ja. Die Frage ist nur, wo bin ich im Moment gerade stärker? Und ich glaube, in Summe gesehen sind wir als Menschen momentan besser drin anzupacken und ganz, ganz viel schlechter drin loszulassen. Egal, ob das jetzt ist, Altes loszulassen, ob das Vorstellungen über andere loszulassen sind, ob das Vorurteile loslassen ist, ob das eine Meinung loslassen ist, ob das Pause machen ist, ganz banal, ob das ist, am Wochenende wirklich abzuschalten, um mal wirklich da zu sein. Also ich glaube, dieses Loslassen ist nicht nur im Rudern, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen unseres Lebens eine Fähigkeit, wo es sich lohnt, hinzuschauen und sich lohnt, das eine oder andere Training zu machen. Ganz viel gewinnt eigentlich. Genau. Also man verliert nichts, sondern man gewinnt. Und das ist im Rudern halt so schön erlebbar. Und das ist ganz, ganz für viele erlebbar, dass das dann schnell wird, wenn man es schafft, loszulassen. Man hat angepackt, man hat durchgezogen, dann muss man ja wieder vorrollen. Und man rollt ja hin und her im Rudern. Und in diesem Vorrollen fährt das Boot ja weiter. Und wenn ich das gut mache, dann entspanne ich mich und ich lasse mal das, was ich investiert habe, auch wirksam werden, weil das Boot einfach läuft. Und das muss ich verstehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es in eine kluge Frage formulieren kann gerade, aber was mir irgendwie gerade noch so die ganze Zeit im Kopf herumgeistert, ist so, wie sich das Ego im Gesamtsystem quasi auflöst, also integriert, also ohne jetzt, dass ich mein Ego verliere in dem Sinn. Ne? Weißt du, was ich meine? So, dass das, du hast das auch in der Gesellschaft angesprochen. Ne? So, die meisten, glaube ich, haben Angst, wenn ich so meine Persönlichkeit jetzt quasi da in das Team hergebe, dass ich nicht mehr ich bin quasi und ihnen eine Stärken nicht mehr zeige, nicht mehr wahrgenommen werde, nicht mehr da bin. Und aber eigentlich ist genau das dieser Schlüssel des Loslassens, wo dann einfach viel mehr entsteht. Und das kannst du wahrscheinlich auf ganz viele Sachen jetzt gerade transferieren. Ja, also ein Zugang, glaube ich, ist, dass das Schönste, Größte, Tollste Miteinander nur dann entstehen kann, wenn es starke Individuen gibt, die das herstellen. Und ich glaube, der Wechsel ist ganz wichtig. Und jetzt sehr pragmatisch und praktisch gesprochen aus dem Rudern heraus, ist das halt, und das habe ich angesprochen, so ein bisschen so dieser Prozess bei meinem Bruder und bei mir, wo es gut gelaufen ist und dann ist es nicht mehr so gut gelaufen. Was wir dort zum Beispiel übersehen haben, ist regelmäßig auch in den Einer zu steigen, sich selber zu spüren, zu wissen wieder, was bin ich, weil irgendwann hast du in einem Zweier, in einem Mannschaftsboot, da verschwimmt es, da verschwimmen die Fehler, du weißt nicht mehr, wenn das Boot immer vorne nach rechts geht, bin das eigentlich ich? Das oder ist, das eigentlich, ist das eigentlich der Fehler von dem anderen, den ich ausgleiche? Und dann setzt dich in einer und plötzlich haut es dich vorn fast ins Wasser, weil du eigentlich von dem anderen was ausgleichst. Und eigentlich ist es nicht dein Fehler, sondern es ist nur die Reaktion darauf, du kannst es noch nicht mehr auseinander dividieren. Und da ist das Wichtige eigentlich, selbst für die größte Mannschaft, und das wäre der simple Zugang, dann sage ich, möchte im Zweier schneller sein, dann muss ich im Zweier trainieren. Es braucht aber in Wirklichkeit auch den Einer dafür, um den Zweier schnell zu machen,
damit du wieder weißt, was ist dein Fehler, damit du das auslevelst und damit man auch die richtigen Interventionen setzen kann. Im Boot, selbst wenn der Trainer von außen drauf schaut und vorne hängt jemand so rein, ja, dann könntest du sagen, erst Schulter rauf. Ja, nur wenn der die Schulter rauf gibt, hängt das Boot plötzlich nach drüben, obwohl der erste Grad drin sitzt, weil der hinten was falsch macht. Und das ist dann so, ich glaube, das ist wirklich das, wo in einem Boot Individuen zu einem gemeinsamen Organismus werden und wo es so wichtig ist, immer wieder zu spüren, von wem kommt jetzt eigentlich was und wie kann man es auslösen, damit man das einmal auslevelt. Und dann sieht man plötzlich das Ganze wieder. Und es tut auch individuell ganz gut, einmal zu spüren, wer wirklich der Geschwindeste ist. In so einer, sagen wir mal, gerade in einer Mannschaft ist es dann auch wieder wichtig. Na, und das ist jetzt dann so das klingt so banal dann, aber es ist schon auch wichtig, wieder zu wissen, von wem kommt was. Und wenn man sich mit Gruppendynamik auseinandersetzt und gruppendynamischen Phänomenen, sage ich jetzt einmal, Trittbrettfahrer-Thematiken, Leute, die sich eigentlich in einer guten Teamleistung untergliedern, wenn man dann Leistungsträger nicht mehr belohnt, nicht mehr herausstreckt, dann wird es irgendwann schwieriger. Wenn die Leute dann zurückstecken und sagen, es ist eh wurscht, was ich mache, im Prinzip bleibt die Leistung immer gleich, dann sind das so Geschichten, wo man dann schon verstehen muss, was gibt es für Elemente, was kann man alles tun, um das auch dem entgegenzuwirken. Naja, das ist jetzt echt nur so ein Punkt, voll cool, dass das jetzt so sagen, das hat jetzt gerade bei mir noch ganz viel erklärt. Ich habe noch eine Frage für dich, weil was du nur für Ziele hast, das war viel zu einfach, sondern was willst du auf derer Welt noch bewirken und was ist so deine Mission noch? Was ist das, was du da noch hinterlassen möchtest? Na, ich glaube, es ist möglich, vielen Leuten diesen Mut zu schenken, im Sinne des Miteinanders bei sich selber anzufangen und einmal hinzuschauen und nicht die Schuld bei anderen zu suchen, sondern bei sich selber und so ein Stück weit auf dieses Loslassen einzulassen, also den Leuten dabei zu helfen, nicht immer nur mehr zu wollen, sondern vielleicht gerade im paradoxen Gegenstück, nämlich im Loslassen und im sich wieder einlassen und wieder in Verbindung gehen mit sich selber und mit anderen, mit dem Umfeld und damit eigentlich weiterzukommen und ja, das zu spüren, was am Ende im Boden steht, wenn man das macht, nämlich dieses super geile Gefühl, dass das läuft. Und dass das wirklich läuft. Und ich glaube, das ist überall im Miteinander so. Und das ist in einer Teamarbeit, in einer Zusammenarbeit, in einem Podcast-Interview, wo immer es so ist. Wenn das läuft, dann macht das Spaß und das ist erfüllend. Und das hoffe ich, dass der ein oder andere Impuls bewirkt, dass das vielleicht ein paar Menschen spüren. Ja, voll schön. Und ich habe aus dem Gespräch mit dir, obwohl wir uns jetzt schon doch ein bisschen kennen und einiges geplaudert haben, wieder so viel mitnehmen können. Danke dir dafür. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, da muss jeder durch, da musst auch du durch, mein Lieber. John Strelecki, der Big Five for Life, kennst du sicher, brauche ich dir nicht erklären. Ich liebe das persönliche Museum, ne? Weil am Ende vom Tag, das letzte Hemd hat keine Säcke, das wissen wir, und ich sage provokant immer, der Friedhof ist viel zu reich, weil da steht drauf, was ich nicht noch alles hätte machen wollen. Weil die Leute, finde ich, viel zu wenig, dass man sich viel zu wenig auf das Hier und Jetzt besinnt, weil was anderes haben wir eigentlich nicht. Ne? So. Und wenn du jetzt in dein persönliches Museum des Bernhard Sieber gehst, Bernie, wenn du da reingehst, welche Bilder hängen an der Wand oder welche Dinge stehen da vielleicht drinnen? Weil am Ende vom Tag bleiben ja nur erlebte Emotionen. Ob das Boot jetzt rot oder weiß ist, ist ja vollkommen egal, sondern du hast zum Beispiel mit dem Boot was erlebt oder was auch immer. Nimm uns mal mit auf die Reise durch dein persönliches Museum. Ja, da kommen natürlich so, klassisch irgendwie die Spitzen jetzt aus der Sportkarriere. Aber ich glaube, es sind in Summe Momente, und da gehört zum Beispiel der Weltmeistertitel dazu, wo was gelungen ist. Und das ist wiederum der Gerhard Hütter, der das in dem Buch Dream Team schreibt. Wenn was gelingt, dann ist es nicht was ich erreicht habe, sondern dann ist was Größeres gewesen. Dann hat man was da und dann ist das irgendwie zusammengekommen und ist es gelungen. Und ich glaube, solche Momente sind es und es ist egal, ob das jetzt berufliche oder private Dinge sind. Das sind überall Momente, glaube ich, wo mehr dazu gehört wie ich selbst. In dem Fall, das war mein Bruder. Das ist im privaten Beziehung. Das sind Momente, wo Partys gelingen, wo das einfach ein geiler Abend ist. Sowas ist es. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die in Erinnerung bleiben. Und ich habe mir die Frage aufgestellt, was ist am Ende des Lebens, was bleibt zurück? Und ich möchte eigentlich, dass das
Menschen sind, die sagen, der hat mich zum Nachdenken oder der hat mich irgendwie bewegt und berührt. Und ich glaube, die Momente, die stehen im Museum und die möchte ich auch noch ins Museum stellen. Wow, voll cool. Hey Bernie, ich sage tausend Dank für dieses besondere, offene, extrem bewegende Gespräch. Ich hoffe, wir zwar sitzen irgendwann einmal noch in einem Boot, weil das will ich noch auch jeden Tag einmal was Neues lernen. Also auf die Erfahrung würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir das realisieren können. Definitiv. Und kann auch von meiner Seite nur sagen, hey, total schön, dass du heute die Zeit gekommen hast, dass wir da bei dir in deinem Wohnzimmer bestehend, noch immer Wohnzimmer, ne? Weil du hast das ja jetzt einfach nur den Switch geändert, sein haben können, einen guten Kaffee dabei getrunken haben. Und ja, ich meine, unsere Wege, wir sehen uns immer wieder und sagen von Herzen danke für alles. Ich sag danke, sehr cooles Gespräch. Danke dir. Ja, ihr Lieben, das war Base Talk mit Bernie Sieber in seinem Wohnzimmer hier in Wien an der Alten Donau, mitten zwischen diesen wunderbaren, wunderschönen Ruderbooten. Ich habe extrem viel mitnehmen können. Ich hoffe, er hat euch genauso bewegt wie mich. Es war unglaublich schön, unglaublich spannend. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Gerhard. Macht's gut. Ciao.